Hallo Freunde der Nacht, Christian Schammer, Paartherapeut, Beziehungscoach und so weiter und so fort. Aber auch mit einem oder anderen Thema. Heute reden wir mal darüber, seine Energie richtig einzusetzen, auch nicht gegen eine laufende Energie zu gehen in deinem Leben und vor allen Dingen nicht zu verschwenden, ne? Das ist ja immer das Wichtigste. Ich habe mir jetzt gestern schon mal dieses Video, ist auch gleich heute was Passendes passiert, vielleicht auch noch zwei Sachen, so in eigener Sache. Einmal, ich weiß gar nicht, ich habe ja immer mal wieder reacted auf Reality-TV, also hier im Dschungelcamp, was weiß ich, Bachelor, und sieht so aus, als wenn das zum Ende kommt, weil ja, es, also wir hatten ja YouTuber, was soll ich mal sagen, es gab ja so ein bisschen so ein Geben und Nehmen mit RTL, was das auch so möglich gemacht hat. Und ja, aber irgendwie, also ich denke ja auch, dass die viel Erfolg haben durch die Reaction-YouTuber, RTL Plus, sicherlich nicht nur von alleine so gewachsen, aber irgendwie ist das sehr schwierig geworden und man muss jetzt, ist ja auch egal, ich will jetzt gar nichts über die, es gibt da so gewisse Regeln, die man eigentlich beim Schneiden, also die ich so als jemand, der jetzt nicht so ein Schnittteam hat, so kaum einhalten kann, und dann lädt es hoch und dann wird es gleich gesperrt. Ja, ist halt auch so ein bisschen nervig, immer so zwei Stunden. Also wenn ich hier so ein Video mache über Prominent getrennt zum Beispiel, ich sitze da echt stundenlang dran und überlege mir da auch echt was zu, und dann lädt es hoch und dann, wie gesagt, das war früher irgendwie nicht so, keine Ahnung, lädt es hoch und dann bumm, gesperrt. Weltweit gesperrt. Und denkst du, scheiße, was ist das denn jetzt? Und dann muss man gucken, warum und wieso. Und hat man ja, ist das jetzt zu lang, zu dies, so das, jenes. Und ja, das ist echt leider sehr frustrierend geworden. Tut mir echt leid. Da habe ich so keinen Bock mehr drauf. Deswegen habe ich heute gesagt, ich mache das nicht mehr. Aber ich kann natürlich weiter reacten auf andere YouTube-Videos oder Instagram-Content, das könnt ihr mir natürlich gerne weiter schicken. Aber das war für mich so ein Punkt, wo ich gedacht habe, das macht das immer im Leben so, also auch auf der Arbeit vor allen Dingen. Wenn irgendwas plötzlich schwierig wird, lasse ich es sofort los irgendwie. Ne? Dann denke ich so, okay, ist zwar klar, ist ein bisschen traurig dann immer, aber vor allen Dingen, ich sag mal so, es war auch ein bisschen robuster Ton in den E-Mails, die da ausgetauscht wurden, denke ich immer, boah, nee, das brauche ich nicht, ne? Also ich mache ja mein, deswegen bin ich auch auf YouTube, ich mache mein eigenes Ding, ich brauche niemanden, ich mache meinen eigenen Content, und klar, es war eine Zeit lang, war es jetzt mal lustig, und aber ja, es geht auch anders, und ja, das ist auch das Thema des heutigen Videos, dann zu sehen, und man muss auch gar nicht jetzt irgendwie gnastig werden oder so, ne, irgendwie, sondern einfach sehen, ah, alles klar, da geht was zu Ende, so, ne. Ich hatte ja auch mal lange eine Kooperation mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, das war auch super. Die waren happy mit dem Content, ich war happy mit, dass es meine Reichweite erhöht hat, und irgendwann, weiß nicht, hat es halt, war jetzt noch viel unspektakulärer, irgendwie so ein bisschen geknatscht und es lief nicht mehr so. Und dann habe ich auch gesagt, nee, komm, dann lassen wir es. Das ist doch, also ist, glaube ich, wichtig, wenn da so Sachen im Leben sind, wo es irgendwie hakt, dass man auch nicht weitermacht, ne? Dass man nicht mal versucht, dass, ja, irgendwie, so, das muss jetzt aber laufen, das lief doch bis jetzt immer. Nee, dann ist die Zeit vorbei, und dann ist das auch, meine ich, ein Aufruf vom Universum, das sagt, ja, ist nicht mehr zu deinem Besten, und vielleicht kommt was Neues, vielleicht kommt nicht was Neues, keine Ahnung. Aber das ist es das vielleicht nicht mehr. Und das ist natürlich auch in Beziehungskonstellationen, wenn du jemand hinterherläufst, der dich einfach nicht richtig will. Also das ist im Grunde genommen Energieverschwendung, ne? Oder auf Online-Dating-Apps bist und nie jemand findest. Das ist auch irgendwann Energieverschwendung. Da muss man einfach sagen, das ist wohl nicht der richtige Weg, und was anderes ausprobieren, ne? So kommuniziert das Universum mit einem. Und auf der anderen Seite aber kann man auch sagen, wenn irgendwas leicht und fluffig läuft, also ich habe viele Entscheidungen in meinem Leben getroffen, nicht, dass ich immer die richtige Entscheidung getroffen hätte, aber viele große Entscheidungen, habe ich auch gute Erfahrungen mitgemacht, eigentlich habe ich auch so einen Impuls getroffen, ne? Also ich habe mir manchmal ein Auto gekauft, ne? Bin irgendwo hingegangen, ach, komm nach Hause, habe mir ein Auto gekauft, ne? Vorher nicht überlegt, irgendwie, keine Ahnung, und hatte das Gefühl, nee, es passt, und dann ist irgendwie, war vielleicht gerade irgendwas, irgendein Sonderangebot, und vielleicht noch irgendwie, es flog einen von hier an, flog einen von da an, und ja, also ich persönlich habe gute Erfahrungen, also ich habe auch viele Wohnungen
so gefunden, dass schon gesucht, aber dann aus so einem Impuls gleich das erste genommen und so. Und ja, es war oft richtig. Also wenn es fließt, dann darf man es auch fließen lassen und muss da auch nicht gegen angehen. Also ich glaube immer, dass Sachen so fließen, ist ein gutes Zeichen, dass man es mehr machen sollte. Wenn es nicht mehr fließt, ist es ein Zeichen, dass man es vielleicht nicht mehr machen sollte. Aber es gibt dann leider auch viele Sachen, wo das nicht so klar ist, ne, die so halb fließen, das ist leider immer ein bisschen schwierig. Aber ja, dieses Video ist ein bisschen so dein Muntermacher, auch wenn du berufliche Veränderungen planst oder so. Das ist ja auch, was in meinem Manifestationskurs so viel Thema ist, diese inspirierte Aktion, also manifestieren. Egal, ob du jetzt ein Manifest, kannst du auch sagen, psychisch, also Mentaltraining für dein Leben, kannst du auch sagen, anstatt manifestieren. Da gibt's immer diese inspirierte Aktion. Das ist nicht, dass du die Hände in den Kopf in den Schoß legst, also stellst dir jetzt vor, ah ja, geil, ich manifestiere jetzt eine neue Wohnung und ich sitze jetzt hier und die Wohnung fliegt mir zum Fenster rein. Nee, wird wahrscheinlich nicht, klar, kann mal vorkommen, aber wird wahrscheinlich nicht passieren. Sondern du gibst es ab ans Universum, du bist frohen Mutes, du lässt es los. Und plötzlich, 3 Wochen später, weiß ich nicht, kommt der Kumpel von deinem ukrainischen Hausmeister und von dem die brasilianische Tante und sagt, ach, übrigens, da ist eine Wohnung frei geworden oder irgendwie sowas. Und du weißt in dem Moment, das ist es. Und klar, guckt man sich es dann an und dann darf man eben auch zugreifen, ne? Dann darf man sich auch schnell entscheiden. Also das ist so inspirierte Aktion, ist so offen sein, ne? Aber klar, manchmal passieren eben auch Sachen, die wollte man sich gar nicht manifestieren und trotzdem, auch das kann natürlich in Beziehungen passieren, dass Beziehungen laufen und du merkst einfach, es ist plötzlich das Gefühl, es ist vorbei. Du willst es eigentlich gar nicht, aber es ist vorbei, ne? Und ja, dann darf auch das sein, so, ne? Aber davor haben wir ja noch, das ist der zweite Sache, in eigener Sache, mein Hörbuch ist ja jetzt auch draußen. Ich wollte nur mal sagen, ist natürlich ein Unterschied, ein Hörbuch runterzuladen von meiner Webseite als ein E-Book, ne? Ein E-Book ist relativ kleine Datei und das Hörbuch ist eine große Datei, ist auch so eine ZIP-Datei, weil man ja nicht die 12 Tracks einzeln runterladen will. Deswegen, keine Ahnung, ich habe da so ein, also man kann es direkt von meiner Seite runterladen. Ich habe noch nicht so ganz verstanden, bei manchen gab es da Schwierigkeiten. Ich empfehle das mal so, das wäre so kleins, der nächste interne Sache, die ich noch mit euch besprechen wollte, ladet es auch auf dem Computer runter. Ich glaube, das ist viel leichter, als das jetzt so auf dem Handy runterzuladen. Und wir finden immer eine Lösung. Also wir sind hier wirklich super bemüht im Support. Also hat heute jemand so ein PayPal-Verfahren da angestrebt wegen 11 Euro, wo ich so denke, Leute, ey, wir sind echt kulanteste kulantesten Kleinunternehmen, was ihr euch nur vorstellen könnt, ne? Wir finden immer eine Lösung, muss man nicht gleich so, jetzt beschwere ich mich aber bei PayPal, ist nicht notwendig, wollte ich auch nochmal sagen, wir finden immer eine Lösung und ich bin bestimmt nicht auf 10 Euro angewiesen, die ich dann nicht zurückzahlen würde, wenn das mal bei irgendwas nicht klappt oder so, ne? Also das auch nochmal als kleinen Hinweis, ne? Sonst irgendwann führt das dann halt dazu, dass ich, das wird vielleicht auch kommen, dass ich es dann doch irgendwann über Amazon verkaufe, weil das einfach, ich meine, für mich ist ein Minus dann immer, weil das mal ein großer Teil dann an Amazon geht, aber dann landet es halt direkt bei Audible und dann weiß man, wo es ist und muss es nicht erst runterladen, ist vielleicht einfacher. Also falls jemand irgendwie was auffällt, wie man das noch besser machen könnte, könnte man es uns das auch gerne sagen. Aber das mal als anderer Punkt nochmal in eigener Sache. Ja, gut. Also guckt mal die nächste Zeit drauf. Also ich habe auch, wie gesagt, da gibt es ja genug Kursmaterial, wo wir auch lange nicht mal drüber gesprochen haben, ist mein Kurs Spiritualität und nice geiles Leben. Also das ein nice geiles Leben zu organisieren ist auch gut gegen Liebeskummer. Also wenn du so völlig gesettelt bist im Leben, kann ich auch ein Beziehungsende nicht mehr so kicken. Und überhaupt ist es, glaube ich, wenn man so will, auch so eine buddhistische Art, also nicht, dass ich jetzt Buddhist wäre, überhaupt nicht, aber
die sagen es ja auch mal viel und ich glaube, es ist auch richtig, also Sachen immer wieder loszulassen, ne? Weil das Leben besteht aus permanenter Veränderung und das ist manchmal echt nervig, ne? Aber es hilft alle nichts. Ich glaube, wir machen uns das Leben einfacher, wenn wir Sachen gehen und kommen lassen, ne? Es sind so die, es fällt mir gerade ein, in der Gruppentherapie sind das, gibt es so einen coolen Spruch, let it come, let it be, let it go. Also die Sachen kommen lassen, sie sein lassen und sie wieder gehen lassen, ne? Das dürfen wir, glaube ich, immer wieder lernen. Und wenn wir uns dagegen stellen, dann wird es irgendwie eckig, auch wenn wir nicht immer wissen, was als nächstes kommt, ne? Ja, was denkt ihr, Schuh? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und vielleicht sehen wir uns auf der Liebeschip-Party, sich ein Ticket kaufen. Das ist ganz einfach. Einfach auf Veranstaltungen gehen. Könnt ihr das Eventim-Ticket auf meiner Website euch organisieren. 14.06. in Köln. Freue mich, wenn wir uns da sehen. Und bis bald. Ciao, ihr Lieben.